Hallo, hier sind wir mal wieder. Und mein Kind möchte euch was erzählen. Wir waren heute beim Zahnarzt und sie ist ja immer sehr tapfer. Wir gehen ja alle 3 Monate zum Zahnarzt, allein schon, weil ich immer den Zahnstein von mir abmachen lasse, auch von den Kronen und dieses und jenes. Und von den gesunden Zähnen natürlich auch noch. Und den Tipp gebe ich den Eltern. Sie sollten alle 3 Monate wirklich mit den Kindern zum Zahnarzt gehen. Weil ich habe gestern auch ein Loch bei meiner Pippi entdeckt und sie wird euch erzählen, was sie heute gemacht hat. Liebe Kinder, ihr braucht keine Angst haben. Ihr könnt euch eine Spritze geben lassen und vorher noch eine Betäubung für die Spritze. Das merkt ihr dann gar nicht und das tut dann auch nicht weh. Ich hoffe, das hat jeder gehört. Also mein Kind hat sich heute eine Spritze geben lassen. Erst hatte sie ein bisschen Angst, weil die Spritze komisch aussah. Ich habe gesagt, es könnte ein bisschen sein, dass es drückt, wenn diese Flüssigkeit da reinkommt. Aber sie hat nicht mal das gemerkt. Das Einzige, was sie gestört hatte, war ihr Zopf. Und den habe ich dann rausgemacht. Und danach hat sie dann, wie sie mir erzählt hat, gar nichts gemerkt. Sie hat nur die Augen zugemacht und war sehr, sehr tapfer. Also ich bin so stolz auf mein Kind. Das hast du total super gemacht. Dankeschön. Ganz toll. Danke. Und dafür hat sie auch eine Belohnung bekommen. Da habe ich ihr Lego geholt mit Krokodile, weil sie liebt ja Krokodile. Und ein Ei mit Dinosaurier drinne. Das hat sie auch noch dafür bekommen, weil sie so tapfer war und sich das getraut hat. Und jetzt weiß sie, wenn sie eine Spritze kriegt, dass das gar nicht wehtut und dass der Arzt viel schneller arbeiten kann mit dem Zahn, als wie wenn man immer hin und her wuselt und dass es wehtut. Weil das Loch war schon ein bisschen größer und da musste eine Spritze gegeben werden. Gerade bei den Weisheitszähnen, nicht Milchzähnen. Ja, gut. Dann wünschen wir euch noch einen schönen Abend.